damit herzlich willkommen zurück an Bord der Avenger. Ich bin natürlich wie immer euer Cody und wir schauen mal wieder, wie unsere kleine illustre Widerstandstruppe es schafft, unseren geliebten Planeten Erden zu befreien. Ja, was müssen wir tun? Beim letzten Mal haben wir erstmal uns wieder neue Vorräte verschafft und das war ganz gut gelungen. Haben 10 oder 11 Kisten bekommen und dadurch einen ganz ordentlichen Loot Cache sozusagen. Und ja, ansonsten können wir jetzt einfach nur noch wieder weitermachen. Zusehen, dass wir alles, ich sag mal, wieder gerichtet bekommen. Bin so ein bisschen mal überlegen, ob ich nicht die aus dem Widerstandsring oder doch aus dem Testbereich. Wir haben eindeutig zu wenig Techniker. Wir haben zu wenig Techniker. Ich würde jemanden in die Krankenstation packen. Andererseits haben wir genügend Soldaten. Sind jetzt natürlich hier 4 Mann ausgeschaltet. 2 sind, 3 sind auch verdeckte Aktionen. Na gut, gucken wir. Lassen wir sie so heilen. Wäre natürlich besser, wenn wir noch einen Techniker mit in der Krankenstation hätten. Aber lassen wir es einfach laufen. Da können wir uns Alien-Legierungen holen. Auch nicht verkehrt. Aber wir machen weiter mit dem Herstellen des Kontaktes. Auf die indische Region. Wir müssen, wie gesagt, zusehen, dass wir das Avatar-Projekt ein bisschen gestört bekommen. Da das ganz gut funktioniert hat, sollten wir vielleicht so weitermachen, Commander. Okay. Keinem ist was passiert, alle haben EP erhalten. Gut. Mal gucken. Die neueste Information über die Auserwählten könnte nützlich sein. Und wie ich vermutet habe. 2 und jetzt das 3. Können wenn wir das gleich so machen? Weitermachen, dann nennen wir sie ehrenhalber noch zum Schnitter, Commander. Oh, warum nicht? Ja, wir können Falls gleich sie den 3. Teil noch. Für uns haben, Commander. Die Schnitter stehen bereit für weitere Befehle. Auch interessant, wenn wir mal vorhaben, experimentelle Munition zu erforschen im Testbereich, sobald wir den haben, können wir das reinpacken und dann die Dinger erstmal nehmen. Kann man das dann zwar einen ganzen Monat drinne, aber ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Unser Einfluss auf die Widerstandsfraktionen hat sie dazu bewegt, uns ein paar neue Informationen zu den Außerwelten zu geben. Okay. Bitte Ingenieure rekrutieren. Das ist auch einiges wert. Da bin ich jetzt echt mal am Schwanken. Wir können einen Ingenieur echt gut gebrauchen. Nee, wir... Oh, wir können gar nicht, wir haben gar keinen Major. Okay, dann holen wir uns erstmal einen Ingenieur. Da ziehen wir 2. Wohl, Moment. Können wir dann ja auch so machen, dass wir da 2 Jungs nehmen, die sich gut kennen. Das waren, glaube ich, Hoffmann und Henderson. Genau. Und Henderson. Und... Nee, da riskiere ich die Verwundung. Tue ich einfach. Wie
das. Keine Sorge, Commander. Hi, was kann man hier eigentlich machen, wenn der verbessert wird? Einen zusätzlichen Platz für XCOM-freie Widerstandsbefehle zuzuweisen. Auch nicht verkehrt. Kostet 100 Vorräte und 2 Energie. Wie lange ist bis zum nächsten Monat? 19. Mai. Ah, das können wir nochmal im Hinterkopf behalten, würde ich sagen. Jetzt machen wir erstmal weiter. Unsere Forschung war ein Erfolg, Commander. Edwin scheint kein Problem damit zu haben, völlig autonome Waffen in direkter Nähe zu den Einwohnern dieser Städte zu stationieren. Das zeigt, wie sehr sie um unser Wohl bemüht sind. Okay, Verteidigungsmatrix ist ein Gebäude. Kann wichtig sein. Wenn wir nämlich angegriffen werden, das kann nämlich auch passieren. Ausgehende Firmenkampf mit den Mech-Einheiten. Ah, sehr schön. Und das gleiche auch für die Vipern. Auch wenn ich mich langsam an den Anblick der Kreuzung von menschlichem und Alien-Genmaterial gewöhnt haben sollte, muss ich zugeben, dass diese reptilienartige Kreatur mit ihren eindeutig menschlichen Merkmalen besonders beunruhigend wirkt. Berichte aus der Invasionszeit enthielten Hinweise auf eine Spezies mit wenigen reptilienartigen Zügen, aber nichts, das so offensichtlich wäre wie das hier. Ich finde es gelinde gesagt erstaunlich, dass das Subjekt, welches wir in der Vergangenheit als dünnen Mann kannten, nun als genetischer Abkömmling dieser ganz und gar reptilienartigen Kreatur enthüllt wurde. Der dünne Mann. Ja. Die erste Infiltrationseinheit der Aliens aus dem ersten Teil. Feldmedizin. Es gibt jetzt den Vipern Opfern fieses Zeug. Ah. Schön. Zack. Noch die sofortige Analyse des Mechs. Diese von Advent entwickelten Roboter scheinen völlig autark zu agieren und festgelegte Ziele selbstständig anvisieren und angreifen zu können, ohne dabei auf externe Verifikation angewiesen zu sein. Und obgleich die erste Demontage meine Aufgabe sein wird, plane ich fest damit, Shen in diesen Prozess zu involvieren, denn ihre Kenntnisse der Robotik übersteigen meine bei weitem. Advent setzt da draußen unzählige von diesen mechanischen Einheiten zur Friedenswahrung ein. Soweit ich weiß, sind sie vollautomatisiert und bis an die Zähne bewaffnet. Vor allem mit Granaten. Ja, Kremlin Mark II, schon mal interessant. Erhöht den Hackwert. Mal gucken, wie teuer es ist, ob wir es uns direkt leisten oder nicht. Das müssen wir noch im Testbereich erforschen. Etage eines zusätzlichen Waffenverbesserungsplatzes. Wie liegt das? Ich glaube eher weniger. Holen uns mal die restlichen Gauss-Waffen. Unsere Wissenschaftler werden sofort loslegen, Commander. Hallo, Commander. Dann gucken wir mal hier. 35 Vorräte, 5 Alien-Legierungen. Geht. Können wir machen. Dafür, dass es ein permanentes Item ist. Im Gegensatz halt zu so Sachen wie Nonnenschippenwesten und Zusatzstuff. Ich baue anfangs immer recht verhalten bei dem Zeug. Das wird sich auch nicht ändern, denke ich mal. Auch wenn die echt hilfreich sein können. Sage ich absolut nichts dagegen.
Jeder, der behauptet, die Dinger sind super, sind geil, sind einsatzbar und so weiter. Ja, ich nutze auch gern die Schutzwesten, alles drum und dran. Da, gerade dadurch, dass wir mehr Plätze haben. Aber kostet. Wir haben es nicht so dicke momentan. Aber was nicht so dicke? Wir sichern uns mal weiter Einnahmen über Indien. Es wird keine Festungen oder Bastionen geben, die ihrem jungen Widerstand dienen könnten. Na toll. Sie alle werden fallen. Die Ältesten haben noch nie davor zurückgeschreckt, Zivilisten anzugreifen. Und ihre Auserwählten sind nicht besser. Der Widerstand zählt darauf, dass wir seine Leute schützen. Wir dürfen sie nicht im Stich lassen. Okay, aber an Offizieren und Priestern nicht vorbeiballern. Im Hinterkopf behalten. Oh. Commander, wenn wir den Fortschritt der Aliens bei diesem Avatar-Projekt verlangsamen wollen, sollten wir eine ihrer Einrichtungen angreifen. Wir müssen uns beeilen. Wir müssen uns wirklich beeilen. Wir brauchen den zusätzlichen Ingenieur dringend. Sehr dringend. Der Widerstand. Neue regionale Kontakte gefunden. Commander, die Widerstandstruppen, die wir in dieser Region kontaktiert haben, haben uns all ihre Informationen über den Auserwählten in dieser Region zur Verfügung gestellt. Schön. Wo wollen Sie denn bitte schön hin? Wenn Sie auf einen Kampf aus sind, bringen Sie besser alles mit, was Sie haben. Na, geil. Einer mehr. Testbereich ist in einem Tag fertig. Wir kriegen in 2 Tagen neue Vorräte. Ja, wieso kriegen wir in 2 Tagen neue Vorräte? Auch 23. erst. Was habe ich übersehen? Okay, leicht irritiert. Da wir hier eine ganz gute Verbindung in viele Stationen haben, bauen wir hier auf jeden Fall ein Funkrelais auf. Ernsthaft? Commander, die Aliens machen noch immer Fortschritte beim Avatar-Projekt. Wenn wir sie verlangsamen wollen, müssen wir uns beeilen. Wir haben ein Problem. Dauert zu lange. Wir brauchen zu lange. Gefällt mir gar nicht. Mm-mm. Der Testbereich ist bereit, Commander. Wir können den Schädelstecker auf Ihren Befehl bauen. Willkommen im Testbereich, Commander. Es schien eine gute Idee zu sein, unsere experimentelleren Konzepte zu isolieren. Vor allem in Bezug auf die Waffenentwicklung. Ich lasse das Team sofort daran arbeiten, Commander. Ich gebe Ihnen Bescheid, wenn wir Fortschritte machen. So. Also hier können wir eine ganze Menge Unfug treiben, sag ich mal. Wir können für eine Lärmkern experimentelle schwere Waffe fertigstellen sofort. Wollen wir das? Gleiche ging mit einer Granate. Wollen wir das? Wir haben nur 6 Kerne.
Ach, Spaß haben wir, Freude. Flammenwerfer, okay. Eine Gasgranate, naja gut, das war jetzt nicht so prickelnd. Egal, wir haben den Schädelstecker in Auftrag gegeben. Wir können hier noch einen Ingenieur reinpacken, damit es schneller geht. Allerdings muss was anderes schneller gehen. Dann muss das freiräumen hier. Und dann muss da eine Kommunikationszentrale rein. Es war ein Fehler, den Testbereich zu bauen. Hätte eine Kommunikationszentrale hingemüsst. Macht mir ein klein wenig Sorgen mittlerweile. In 3 Tagen kriegen wir noch einen Ingenieur. Das war wenigstens die richtige Wahl, dass wir den Ingenieur da noch haben das schaffen lassen. Wir haben hier eine dringende Übertragung für Sie, Commander. Commander, es ist bedauerlich, dass Ihre jüngsten Bemühungen nicht mehr waren als ein Fehlschlag. Sorry. Kann nichts dafür, dass die so schnell arbeiten. Ihre Pläne sind berechenbarer, als Sie vielleicht dachten. Die Risiken wachsen stetig an. Versucht die Avenger zu sabotieren, das gefällt mir nicht. Oh. Okay. Ich glaube, das möchte ich ganz gerne verhindern. Oh, die sind gemein. Die sind gemein diesmal. Was haben wir denn hier? Versteckte Aktionen können nicht aus dem Hinterhalt angegriffen werden. Widerstand Vorratslieferungen werden sofort. Ja, sofort. Ja. Obwohl, nee, wir haben keinen Hinterhalt gehabt. Wir hatten kein Hinterhaltsrisiko. Ja, ich glaube. Doch, ja. Doch, ich glaube, so machen wir es. Meine Leute werden hören, ob es ihnen passt oder nicht. Jetzt holen wir uns erstmal unsere. Vorräte? Okay, warum kriege ich den Bericht mitten im Monat? Das Spiel möchte mich ärgern. Auch wenn es in den Städten auf der ganzen Welt Verbündete gibt, die ihr Wissen über die Pläne von Edwin zu gern mit uns teilen würden, Wissenschaftler und Infos. Es liegt an Ihnen, die Sicherheit unserer Agenten zu gewährleisten, Commander. Viel Glück. Eine Wissenschaftlerin retten. Wir nehmen Doc mit. Wir nehmen Hound Dog mit. Elena. Auch Skeff kommt wieder mit. Und
Jetzt hatten wir jetzt noch zwei. Okay, dann nehmen wir auch Freddy und wer war es jetzt gewesen? Ivanov, ne? Ja. Ivanov mit. Klingt. Oh, klingt, denke ich mal, nach einem Plan. Wir können noch eins. Oder. So haben die die. Ja, die haben die Mark II automatisch bekommen. Gut, gut. Dann, ja, Start. Retten wir die VIP. Sky Ranger, wir sind da. Alles läuft nach Plan. Brennender Vers. Ich bin jetzt nicht so der Poet. Brenne nicht für Verse. Aber mal gucken, was unsere Leute draus machen. Na? Wir rücken aus, um eine Notfallextraktion für den Widerstand vorzunehmen. Der Sprecher hat uns die Koordinaten einer VIP gegeben, die aktuell von Advent-Truppen hier im Gebiet festgehalten wird. Wir müssen das Gebiet sichern, alle Feinde ausschalten, die sich uns in den Weg stellen, und den Gefangenen befreien. Okay, dann machen wir das. Alle Feinde ausschalten klingt doch gut. Science 5 haben bestätigten Aufenthaltsort der VIP. Zum Treffpunkt vorrücken. Eliminieren Sie alle Feinde. Okay. Der Trupp ist verborgen. Was? Unsere Lieblingsscoutin geht vor. Liegt in ihren Händen. Ah, da ist ein Turm. Ja, komm, Hotdog, schicken wir mit ihr hinterher. Skeff. Closing on target position now. Gucken, ob sie von dort aus schon sichtlich. Nein, kein Heckversuch möglich von dort. Moving to position. Ich meine, mit dem Mark II Gremlin und schon ein bisschen Erfahrung könnten wir es durchaus mal riskieren, ein bisschen zu hacken hier. Okay. Und ab geht's. So, noch nichts entdeckt. Versuchen wir mal den Hack. Nehmen wir sie erstmal hier in die Ecke. Position bestätigt. Hier sind mehrere Feinde. Ja, das habe ich mir nämlich schon gedacht, sowas. Besuchen wir trotzdem den Hack. Ich sehe es mir an. '85 zu '80. Für uns natürlich eine gute Chance. Bei einem zufälligen ausgewählten Gegner. Oh, und jetzt haben wir nur sie bisher bewegt. Ah! Okay, schade. Aber auch nicht schlecht, immerhin kann sie sich dann nochmal bewegen.
Lebenden! Damit hier das Entdeckungspotenzial des Turms abgestellt. Moment, da sind Mech und Lanzenträger. Entdeckt. Warum kann sie nicht hacken? Irritiert. Ich bin irritiert, offiziell. Darf man nur einmal generell pro Runde hacken? Mir neu irgendwie. Eckchen. Ja, nichts Besseres geht. Pistole nochmal auf Feuerschutz. Ja, ich geh mal gucken. Sie mich schicken. Es gibt kein Verstecken. Okay, wir haben noch einen mindestens. Ja. Hound Dog. Hound Dog, Hound Dog, Hound Dog. Ja. Los, los, los. Ist zwar suboptimal, aber ja. Wir schaden nur. Wir müssen voran, wir haben nur noch 11 Züge. Okay. Ja, den stellen wir jetzt die kleine Falle. Hebelfeuerschutz. Warum? Äußerst merkwürdig. Moving on target location. Scanning. Sieht ein bisschen besserer Deckung. Feuerschutz. Bestätigt. Wolke aus. Mir entgeht nichts. Bin dabei. ¿50% Chance? Wird sie entdeckt? Okay. Viel Spaß beim in meinem Feuerschutz laufen. Mal gucken, von erhöhten Positionen aus leicht zu treffen. Mhm. Gut für unseren Scharfschützen.
Scharmützler geben Zusatzschaden. Haben jetzt natürlich leider keinen dabei. Kann Adventpriester rufen. Deckt verborgene Einheiten auf. Das ist jetzt für uns sowieso nicht mehr so von Belang. Und erhöhte Verteidigung nach dem ersten Angriff jeder Runde. Aha. Es wird euer letzter sein. Und 20 Lebenspunkte. Die Ältesten müssen von unserer Operation erfahren haben. Sie haben einen ihrer Auserwählten geschickt. Wir sollten das Ding jagen und ausschalten, bevor es uns zu viele Probleme bereitet. Werden Sie langsam nervös? Nö, wieso? Ja. Ich habe das Zeug. So. Wenn da jetzt der Allsehende ist, geht sie in den Schatten. Denn der dürfte noch nicht weit genug dran sein. Ist denn irgendwo eine Tür? Nicht in der Nähe. Probier mal so. Brauche Deckung. Jetzt kennst du mich. Ich weiß, wo du bist. Also klar. Steht so weit weg und trotzdem. Ja. Wer war nochmal ihr Teamkamerad? Okay, die nicht. Hm, Doc. Wir haben nichts zu befürchten. Volk sagt, ich soll gehorchen. Muss nicht sein. Zu nah an dem ganzen Rest dran. Tempo! Kein Problem. Bisschen Deckung. Bin dabei. Bin dabei. So, mal gucken. Kommen sie? Oder kommen sie nicht? Schon ein bisschen blöd, dass der das alles aufdecken kann. Der Scharfschütze dürfte nicht. Hm. Sektoiden. Zielerfassungsmarkierung. Ich habe da was im Auge. Männer 1-5, Vorsicht! Feindliche Abfangjäger sind auf dem Weg zu ihrer Position. Firebrand bleibt nur ein kleines Zeitfenster für die Extraktion. Glauben Sie wirklich, dass Sie sich vor mir verstecken können? Manus 1-5, der Auserwähltenjäger, zielt aus großer Entfernung auf Ihre Position. Sie müssen raus aus einer Sichtlinie, bevor es zu spät ist. Dann gehen wir doch raus aus seiner Sichtlinie. Würde ja zu gerne einen Nahkampf wagen. Hm.
confirmed. Negative damage. Bin unterwegs. Schön, 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 schön. Ihr merkt es, wie ich hier ab und zu meine Luft anhalte, ne? Sind wir nämlich mit der Situation nicht ganz so freund. Wir müssen da runter. Wir müssen die VIP schnappen. Und wir müssen dann hinten raus und haben den fucking Attentäter in der Nähe. Und... boah. Genug gewartet. Alles ein bisschen sehr viel Druck. Erstmal einen Feuerschutz. 55%. Komm, 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 komm. Ah, aber leider nur mit Minimalschaden. War gut. Gut, wenigstens getroffen. Also richtig sinnvolle Position kriegen wir hier irgendwie nicht hin. Könnte auch sein, dass wir da dann nochmal neue aufdecken. Puh. Gefällt mir nicht, gefällt mir nicht. Ich sag's euch, es gefällt mir nicht. Ich wünschte, ich hätte den Schatten noch. Der kriegt echt... oh, das ist so ätzend. Von der Positionierung hier gerade. Natürlich eine extrem gute Chance. Einen Sektoiden mitzunehmen. Nur das andere Problem ist dann halt, da ist immer noch ein zweiter. Und ein Phantom. Ist doch doof. Erstmal wünschte ich mir, dass sie eine normale Granate dabei hätte. Geh dorthin, wo ich gebraucht werde. Okay. Wish me luck. Ja. Das unausweichliche Schicksal der Ape. Ich mach's. Ich mach's. Ich töte den mit dem Schwertangriff von hier aus. War immer noch ein Sektor. Das war echt gut. Edwin scheint seit neuestem. Wir brauchen nur den Commander lebend. Der Rest ist Panik, okay. Kann ich mit leben, weil dabei auch sowas bei zustande kommt. Ich behalte dich im Auge. Okay. Ich gebe ihnen eine faire Chance.
ich keine Deckung. Nee. Aber das ist Deckung. So, schnitzeln wir uns weiter durch das Leben. Panik entfernt, schön. Sie sind ein kaltblütiger Killer, Commander. Ich erkenne meinesgleichen. Du kannst das Schwert behalten. Ich bleibe bei meinem Gewehr. Ich glaube, wir müssen uns langsam beeilen. Jawohl. So, auch der Scharfschütze muss hinterher. Und ab geht's. Und Outrider geht nach hier. Das schaffe ich. Wäre auch ein Ding, wenn nicht. Ich hoffe nur, dass der Zivilist nicht zufällig ein Gesichtsloser ist. Vielleicht hättest du sogar überlebt. Hm, wo ist denn da die Tür? Ah, auf der anderen Seite. Das kann ich machen. Das heißt, erstmal durch die Tür durch. Jetzt ist natürlich die Frage, steht hinter der Ecke was, ne? Feuerschutz. 6 Runden. Bleib dabei, wir müssen Gas geben. Gas, 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 Gas. Und da ist der Jäger. Die legendäre XCOM und ihr edler Commander setzen ihren tapferen Kampf gegen die Übermacht fort. Nur eine kleine Störung für die Pläne der Ältesten. Eine, die ich schon bald ausmerzen werde. Das ist der Jäger der Ältesten. Soweit wir wissen, ist er ein unerbittlicher Verfolger mit einer unnatürlich hohen Schusspräzision. Na los, zeigt euch! Aber keinen Schutz gegen Feuerschutz. Deswegen werden wir mal auch den einen oder anderen Feuerschutz nutzen. Zu Befehl, Commander. Nicht in Sicht. Jetzt habe ich Wachdienst. Vielleicht. Ich würde sagen, wir holen einen Priester, oder? Ja. Das ist doch kein Problem, oder? Du kannst nicht weglaufen. Nee. Treffen sollt ihr! Muss mich zusammenreißen. Ah. Meine Ausbildung lässt mich im Stich. Mhm. Typisch Sniper geht nach oben. Betäubungsschuss. Hier, nimm was davon. Soldat am Boden, wir müssen ihm auf die Beine helfen, sofort! Kein Problem, Boss. Betrunken, wir müssen erstmal zusehen, dass wir unsere Mission auch schaffen. Versuche Zugang zu erlangen. Dann ist Zeit hier rumzuspielen. Wenn das jetzt kein... Der war ja sogar doch noch geklappt. Wenn es jetzt kein Spezialist war. Sicherheit sind unterwegs. Ah, wenigstens kann der Wissenschaftler sich noch selber bewegen. Zum Evakuierungspunkt vorrücken. Es schaltet uns nicht einen unserer Männer aus, dass wir ihn mitschleifen müssen. Da oben steht der Jäger. Da ist der Platz, wo wir hin müssen. Ich würde sagen, wir gehen dann definitivst. Jetzt hat er natürlich keine Aktion mehr, um sich da zu bewegen. Aha. Okay, ja, das war jetzt nicht ganz so sinnvoll gedacht. So.
brauche Deckung, lade nach. Outrider lädt erstmal nach. 41%, das finde ich wirklich balle. Feuerschutz? Ich lasse niemanden vorbei. Ah, Doc ist betäubt. Okay, ich dachte, Skeff ist betäubt. Da habe ich mir jetzt verguckt gehabt. Lustrone helfen. Ihr? Nicht, dass sie noch hier gefangen genommen wird von dem Jäger. Das kann ja durchaus auch passieren, wenn Leute benommen sind. Dann Leute, das ist Feuerschutz. Die geht mir hier vor und leistet von dort aus Feuerschutz, es sei denn, ich habe ein brauchbares Ziel, das ich verneinen muss. Natürlich interessant, wir können dem Priester die Deckung nehmen. Oh nee, das ist nicht seine Deckung, der ist hinter der Säule. Okay, bringt nichts. Dann Feuerschutz. Gebe Feuerschutz. Kommt sie weiter? Nee. Ja. Scanne Gebiet. Prozent ist jetzt zwar nicht so pralle, aber ich probier's mal. Schön. Das muss besser werden. Wenigstens Streifschuss. Okay, wir haben jetzt das Problem, dass wir den Weg verbaut haben, deswegen geht's ja erstmal in Deckung. Gedankenkontrolle können Priester, okay. Unterbricht denn das bei der Gedankenkontrolle? Stärker, als du dachtest. Sehr gut. Sag gute Nacht. Ich gebe zu, das war kein sauberer Schuss. Es kam noch mehr. Okay. Wir haben einen feindlichen Transporter geortet, der auf dem Weg zu ihrer Position ist. Sie hätten ihre Leute abziehen sollen, als sie noch Gelegenheit dazu hatten. Ich mach doch schon. Hetz mich nicht. Kann ich arbeiten unter so einem Druck? Sie heilt sich selbst. Großer Heiler heilt sich selbst. Ich würde sagen, wir machen dann mal ein Rückzugsgefecht. Ist in Ordnung. Outrider 42%. Wie gesagt, wir versuchen ein Rückzugsgefecht. Halte die Augen offen. Denn wir können über das Dach an unsere Erlösung kommen, da oben. Und los geht's! Gebe Feuerschutz! Es kann losgehen! Okay, aufs Dach kommt er nicht mehr. Nun mal nicht ernsthaft unser Ziel, nur zu kämpfen. Unser Ziel ist es,
mit dem Wissenschaftler hier abzuhauen. Geiler Schuss. Habt ihr das gesehen? Abgeprallt! Ja, komm, gegen so ein großes Ding. Knapp am Ziel. Ich sehe mehr als das nackte Auge. Eliger Krieger. Okay, ein Boost für den Lanzenträger. Ziemlich krasser Boost. Hat mal eine Verdoppelung seiner Lebenspunkte. Die Geräusche war der Jäger. Sie empfinden die Ältesten wohl nicht als barmherzig. Aber bedenken Sie die Alternative. Sie hätten diese Städte und Kliniken nicht bauen müssen. Das ist ja bloß, dass er da so ein... Jetzt wäre es natürlich, den da zu töten. Aber er... 90% sind einfach zu gut. Munition ist knapp! Affirmative. Moving out. Okay. Er ist tot. Lena ist doch relativ zuverlässig. Enemies down. Muss ich echt mal sagen. I'm running low on ammo. Nur bis dahin? Ja, blöd. Können wir schon mal ein bisschen scouten? Wird erledigt. Und der Jäger dürfte wahrscheinlich irgendwo da rechts auftauchen. Schätze ich jetzt mal ganz stark. Die Zinszahlen sind echt mies. Nee. Lohnt einfach nicht. Rücke aus! Es lohnt nicht. Nicht wirklich. Dich mal hier in die Ecke und schämst dich. Du gehst nach hier. Ich gehe, wohin Sie mich schicken. Das stimmt. Schnitter sind immer wachsam. Und du, du gehst mal hier. Los geht's! Mal gespannt. Oh nein. Was zum Henker? Geht das auch auf Deutsch? Sie wollen uns flankieren. Feuerschutz. Na, besser als wie das er jetzt mit Granaten um sich ballert. Betäubungsschuss finde ich unlustig. Ah, scheiße, er hat keinen Feuerschutz gehabt. Ah, was ein Schwein. Da jetzt absolut kurz geschaltet. Wir nehmen das Revitalisierungsprotokoll für Hounddog.
Und kann Hound Dog 50%. 50-50 Chance. Wer setzt auf uns? Ich. 1A. Auch wenn wir die Beute wahrscheinlich werden liegen lassen müssen, aber das war absolut sinnvoll. Lena geht einen Schritt zurück. Und dann darf sie schießen. Und mit einem guten Schaden. Einwandfrei. Endlich. Mir entgeht nichts. Biete Feuerschutz. So, da kannst du dich zusammenkauern. Und Outrider darf hier hochkommen. Die interessanteste Position für Outrider. Dann hier. Mein Leben liegt in ihren Händen. Kann sie nämlich auch noch mal auf Feuerschutz gehen, auf alle Fälle. Niemand kommt vorbei. Na, was treibt da? Jagdgewehrschuss. Da ist Verlass drauf. Ein weiterer Schuss sollte genügen. Was ich tue, ist Kunst. Der hat ja wohl eine Meise. Ja, weg da. Aber flott. An die Ecke. Und nicht nachladen, sondern heilen. Ja, du schaffst es bis zum... Dann hau ab. Die VIP ist bei mir. Wir sind auf dem Weg. VIP ist in Sicherheit. Ich mache mich auf den Weg. Ich sehe alles. Geht klar. Wir machen noch eine Heilung, wenn der neuen Schaden macht. Gremlin heilen! Wir wissen nicht, ob das sein Max oder sein Low-Schaden war mit dem Schuss. Runde dürften wir alle in die Evakuierungszone kriegen können. Wenn dem so ist, sollten wir sogar... Ich bin bereit. Los, beeindrucken Sie mich. Hauntdog hat nicht zufällig einen Teamwork-Kameraden, oder? Nee. Schade. Wenn das nämlich der Fall gewesen wäre, dann hätten wir sogar noch die Beute gekriegt, einfach aus Automatikgründen. Nichtsdestotrotz, wir ziehen jetzt wirklich jeden ab, den wir abziehen können. Rücke vor! Evakuierung bestätigt! Einzige, wo ich mir halt noch Gedanken mache, ist, wenn Hound Dog nochmal einen Betäubungsschuss abkriegen sollte, wenn ich jetzt wirklich alle abziehe. Bin unterwegs. Ich komme nach Hause. Ordnung.
Ich riskiere es, weil der steht da ohne rum. Just in time. Na komm hinterher. Schon unterwegs. Bin dann mal weg. Dann Doc noch. Dann drückt uns die Daumen, dass Hound Doc jetzt nichts mehr abkriegt. Geben wir mal einfach nochmal das Höchstprotokoll mit. Gehen wir. Darf die Drohne nochmal unten bleiben? Ach, das geht nicht. Ah, schade. Ich dachte, die bleibt dann vielleicht noch unten. Mal gucken. Hoffen wir einfach mal, dass der zu weit muss, um irgendwas Sinnvolles zu tun. Er sieht uns nicht. Er sieht uns nicht, er weiß es nicht. Ah! Perfekt. Das nimmt kein gutes Ende für Sie. Doch, Sie schau mir. Ab. Ich schau. Weiß es. Nichts wie weg. Ganz gut Zeit über. Meldes 1-5, Status bestätigt. Mission erfüllt. Wir sind dem Jäger entkommen. Interessante Fähigkeiten hat er, interessante Fähigkeiten. Auch nur er ist übergeblieben. Ausgezeichnete Leistung. Und unsere Wissenschaftsabteilung kann sich um einen neuen Wissenschaftler erweitert. Wissen. Laut Advent-Vertretern konnten die jüngsten Rebellenangriffe außerhalb der Stadtzentren Advents Fortschritte bei laufenden Entwicklungs- und Sozialprojekten nicht aufhalten. Entwicklungs- und Sozialprojekte. Die Zahl der freiwilligen Zuwanderer ist so hoch wie seit Jahren nicht mehr. Ja. Operation brennender Vers. Erledigt. Alle solange auch nur ein ziemlich gesund und munter wieder zu Hause. Wird er kämpfen und den Finger am Abzug haben. Und Doc bekommt. Ach ja, Captain, der Rang, wo ich mir nicht so sicher bin, welcher davon am sinnvollsten ist. Okay, also jetzt gegen die Gedankenkontrolle hat Friede ja echt gut geholfen, dass er Deckungsfeuer hatte. Wir geben ihr es auch mal. Okay, verbergen Sturm und Schuss. Ich würde sagen Sturm und Schuss. Auf jeden Fall eine sinnvolle Fähigkeit. Weil voll sprinten und dann nochmal schießen zu können, kann Gold wert sein. Und hier können wir 24 Soldaten XP verbrauchen auf den Lieutenant-Rang. Lautlosen Tod. Aus dem Schatten tritt. Aber das Risiko einer Enthüllung bleibt da noch bestehen. Ah, okay, also ist dann quasi beim zweiten Mal nicht bei 80%, sondern weiterhin bei 50%. Okay. Claymore Kill bringt den Schnitter in den Schatten. Interessant. Rüstungspenetration aus dem Schatten. Also auf Max und solche Sachen. Sie kriegt auch Truppsicht. Oh.
würde sagen, ich nehme den lautlosen Tod mit. Und... spar den Rest. Mal abwarten, was noch hinten kommt. Neuer Wissenschaftler da, ein Schaft, ein Stecher und ein Datenpad. Das wir natürlich jetzt auch untersuchen können. Und unsere Wissenschaftsabteilung ist 20% schneller. Schön! Wir haben es geschafft. Es haben sich mal wieder zwei gefunden. Mal gucken, wer. Die Bindung dieser Soldaten wird stärker. Sie können zusätzliche taktische Stärke erlangen, wenn wir sie weiterhin gemeinsam ausbilden. Ah, viele unserer Trainingszentrum Soldaten können die Stärke ihrer Bindungen steigern, wenn wir ihnen einen Ort zum Trainieren bieten. Interessant. Noch eine Einrichtung, die wir nicht haben. Oh je, wir müssen so viel machen. Jetzt würde ich erstmal sagen, zittert mit mir weiter. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt beim Zuschauen. Wenn es so war, lasst ein Däumchen da. Wenn ihr mehr sehen wollt, einfach abonnieren, kleine Glocke aktivieren, dann verpasst ihr nichts. Und wo und wann auch immer ihr dieses Video geschaut habt, ich wünsche euch für den Rest des Tages noch viel Spaß. Und ich sage jetzt erstmal ciao.